Oh yeah, Elektroschrott. Meine Frau sagte zu mir, dass jeder Mensch irgendetwas kann. Auch ich. Meine spezielle Qualifikation sei es, Videos mit meiner sehr großen Nase zu drehen und dabei den Eindruck zu machen, das haben mir andere Leute bestätigt, ich würde irgendwie Drogen nehmen. Das ist nicht der Fall. Ich habe heute Wasser getrunken, Toast gegessen, noch keinen Kaffee, der kommt noch. Und ich habe mir vorgenommen, meine LED-Matrix zu machen oder zumindest damit anzufangen. Ich denke, der Trick wird sein, dass ich euch zeige, wie man die LED-Matrix bastelt, damit ihr sowas nachbauen könnt. So wie der Mann mit der großen Nase. Das Problem dabei ist, dass meine filmische Ausstattung nicht die allerbeste ist. Ich kann nicht gleichzeitig filmen und löten, so wie Davy Jones oder irgendwie solche Typen. Ich muss mit meinem blöden Handy jederzeit beim Filmen irgendwas in der Hand halten. Das sieht dann auch ein bisschen scheiße aus. Aber, und das ist mein großer Vorteil, ich habe eine sehr große Nase in meinen Videos. Das fehlt dem. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit meiner kleinen Anleitung für den Bau einer LED-Matrix, bei der alles zu sehen ist, außer wie man es tatsächlich macht. Ich glaube, ich habe aus Versehen diesen Film im Klo gedreht. Zur Sache, Genossen. Hier sieht man jetzt den ersten Teil der LED-Matrix, die ich für meinen Funkwecker zu bauen gedenke. Und der Trick dabei ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt sich eine Lochrasterplatine, so wie die, die man hier jetzt sehr schön sieht. Und dann, das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, kaschiert man die idealerweise von der anderen Seite mit schwarzer Klebefolie. Das Zeug heißt Plotterfolie, wenn man es bei Amazon oder eBay kaufen will. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, damit ich es hinterher nicht ganz so schwer habe, die richtigen Positionen für die LEDs zu finden, dass ich einfach an allen Stellen, wo ich eine LED haben wollte, schon mal die Löcher von der anderen Seite durch die Folie gepiekst habe. Und was ich jetzt mache, ist eigentlich immer derselbe Vorgang. Ich habe diese Lochrasterplatine. Ich habe hier drüben meine LEDs. Übrigens, diese LEDs, der Hammer, die sind von meinem Lieblingschinesen bei eBay. Der hat ungefähr 40 verschiedene Shops oder so. Dahinter steht immer eine Firma namens Shenzhen Caster oder so ähnlich. Tanxi Close, Fuba, Just One oder so ähnlich heißt auch einer von seinen Shops. Davon haben mich hier... Von den LEDs, die wir hier sehen, 100 Stück, und in der Packung waren in Wirklichkeit 129, 1,58 € inklusive Versand aus Shenzhen gekostet. Das ist nicht zu schlagen. Ultra helle gelbe LEDs mit 6000 MCD oder sowas in der Richtung, die brennen einem so richtig die Augen weg, auch wenn man sie gerastert betreibt, so wie ich dann hinterher auf der Platine. Also tolles Zeug. Die nimmt man. Und man legt sich vorher auf eine Richtung fest, wie man die Teile verlöten will. Idealerweise ist es so, man geht immer von oben nach unten mit der Anode. Ich rede Bullshit, mit der Kathode, mit dem Minuspol, mit dem kürzeren Teil hier. Ja. Und zwar deswegen, weil man dann hinterher, ja, in meinem Fall 16 Zeilen kriegt, die man schön mit so einem TLC-Treiber-Chip dann bedienen kann. Der will aber immer die Kathode haben, das heißt... Kathoden nach unten zeilenweise. Die Anoden, die lässt man jetzt hier erstmal so stehen. Die werden hinterher alle so ein kleines Stück über der Platine abgebogen und dann dreidimensional oben drüber liegend quasi verlötet. Und um das so sauber hinzukriegen wie hier, gibt es einen wunderbaren einfachen Trick, und zwar den, man nimmt immer diese Teile, steckt sie von hinten durch. Ich versuche das jetzt gerade mal mit einer Hand, das wird... spaßig beim Filmen. Was tue ich nicht alles für euch? Oh, gar nicht einfach. Komm. Ich krieg's nicht rein. Ne? Scheißen Drecks Mistfickteil. Hier. Man muss es nur anfluchen, dann geht das schon. Und wenn man die mal so durchgesteckt hat, dann ist der Trick, mal sehen, ob ich das hier vernünftig hinkriege, dass ich das Beinchen von der LED, die ich vorher verlötet habe, das habe ich vorher flach auf dem Boden gelötet hier. Das sieht man, ich habe die, biege die dann immer ab, hause flach auf dem Boden und schneide die so ab, dass sie genau an dem Punkt, wo der neue durchkommt, dann auf dem Boden liegen.
Ist jetzt bei dem hier ein bisschen hochgebogen worden. Zap, wieder runtergebogen. Jetzt sieht man, wie das da liegt. Wunderbar. Und wenn ich jetzt nämlich das Beinchen von der LED, die ich gerade reingesteckt habe, runterbiege und auch wieder flach dahin löte, dann habe ich automatisch die Beinchen miteinander verlötet und man kriegt solche Lötpunkte wie die, die man hier unten in der Reihe bereits sieht. Was also doch wie aussieht wie ein durchgehender Draht, aber in Wirklichkeit sind das nur die runtergebogenen Drähte von diesen Teilen da. Ja, das macht man mit jeder von seinen Zeilen. Danach, ich gehe hier mal kurz rum, bum, brum, 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 zu meinen anderen Platinen. Da sieht man dann sehr schön, wie ich dann mit den Zeilen umgehe. Die werden dann einfach so in der dritten Dimension verlötet und dann irgendwo am anderen Ende angeschlossen an irgendeine Art von Steckkontakt. Und dann hat man eine wunderbare LED-Matrix. Tja, das ist eigentlich auch schon alles, wie sowas funktioniert. Nicht sehr schwer, nicht sehr anspruchsvoll, kriegt eigentlich der größte Depp mit dem Lötkolben hin. Also auch ich. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich werde wahrscheinlich sowieso nochmal ein stolzes Angebervideo von der Matrix hier zeigen, wenn sie tatsächlich fertig ist. Bis dahin setze ich mich jetzt an den Lötkolben, wünsche euch noch viel Spaß an diesem wunderbaren Tag und bis zum nächsten Video.